Hallo und willkommen zurück zu Subnautica. Wir sind noch auf der Insel, wie man sieht, und ich überlege gerade ein bisschen, ob ich da gleich in dieses Wasser da, in das Wasserloch springe oder ob das keine gute Idee ist. Ich glaube, das können wir machen. Kopfsprung. Ha. Cool. Haben's überlebt. So, und dann schwimmen wir jetzt nach Hause. Jetzt fällt mir schon gleich ein Stein auf den Kopf. Wie gesagt, die Tiefen erkunde ich, wenn ich dann mehr Sauerstoff habe oder die Seemotte am besten. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Wir bringen dann hoffentlich nämlich die Sachen sicher zurück, die wir jetzt eingesammelt und gescannt haben. Scannen muss ich nicht zurückbringen. Aber was wir eingesammelt haben, muss ich zurückbringen. Und dann bauen wir Basis. Gucken wir, was wir, wo wir das bauen, dass wir einen schönen Spot uns aussuchen. Haben wir noch 30 Energie. Die Sonne geht gleich unter. Und dann hatte ich noch, genau auf dem Weg zur Insel, muss ich mir merken, da gab es noch ein Stück Aurora, wo wir rein können mit dem Laserschneider. Irgendwann machen wir das dann auch. 16 Energie, wow, das ist voll wenig. Keine Batterie dabei. Die geht so schnell leer. War das schon immer so? Der Sonne im Rücken. Und da der Himmel im Norden auch so ein bisschen komisch aussieht, so im Süden könnt ihr euch auch denken, was im Norden ist. Spoiler. Jetzt wird's dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Mach das Licht wieder an. Im Dunkeln auf dem Meer, das wäre echt so mein Horror. Uah. Über und um dich herum alles dunkel und unter dir alles dunkel und du hast keine Ahnung, was alles unter dir kreucht und fleucht. Ja. Wäre nichts für mich. So, da sind wir ja wieder. Hier ist doch schön, hier leuchtet alles. Fühle ich mich sicherer. Na du, Stinker. Darf ich mal bitte in meine... Na toll. Du hast jetzt... Ist jetzt deins, oder was? Deine Kapsel. Geh doch mal weg. Ah, Inventar gesichert. Wir sind wieder zu Hause. Und ich guck gerade mal, wo ich Platz hab. Da habe ich keinen Platz. Da kann ich aber, ich zoome mal die 2 und dann nehme ich die 2 und dann tue ich die 2 wieder rein. So. Da habe ich Titan. Überall wo Platz ist, pappen wir jetzt die Sachen rein, die ich dann später anpflanze. Dieses Artefakt. Uraltes Alien-Artefakt. Leuchtet violett. Ich bin echt mal gespannt, was es damit auf sich hat. Jetzt kann ich mich gerade mal da rein tun. Okay. Einmal was trinken. Und dann würde ich sagen, geht das Bauen los. Straßengewehr, was war nochmal mit dem, wo ist er denn, Reparaturwerkzeug, Laserschneider, ach, Diamant und Batterie, Diamant war es, nicht Gold, Diamant, Diamant kriegt man irgendwo in der Tiefe, mobile Fahrzeugstation, okay,
Wo habe ich denn mein Bauwerkzeug reingepackt? Da. Ich werde jetzt nur im Dunkeln wahrscheinlich nicht so gut sehen, wo ich gerne bauen möchte. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt halt hier den Mehrzweckraum und die Beobachtungskuppel mit drin. Und für den Mehrzweck brauchen wir 6 Titan. Aber erstmal sollte ich Fundamente bauen. Das heißt, ich brauche viel Titan jetzt erstmal, das ich nicht habe. Naja, mal gucken. Was haben wir denn schon so gesammelt? Ja, den Behälter. Toll. Ich wollte ihn aufnehmen. Das war genau, was ich machen wollte. Nicht mit dir. Nick. Nicht aufnehmen, öffnen. Das ist ein bisschen knifflig, deswegen will ich jetzt auch einen Schrank, weil das nervt. Diese Behälter sind ein bisschen unhandlich und es passt nicht viel rein. Nein. Weg. Ah, da ist das ganze Titan drin. Wunderbar. So, sobald es hell wird. Ich gehe schon mal ins Wasser. Dann überlege ich mal, wo wir bauen können. Hey du. Achso, ich habe hier keinen Platz. Nicht angeln gehen, fischen gehen. Wo bauen wir denn? Nicht bei dir in der Nähe. Hm? Nicht zu weit weg von der Kapsel allerdings. Aber die am Anfang vielleicht im Notfall nochmal brauchen. Da haben wir diese Riesenröhre. Da beginnt das Grüne, das mir ein bisschen gefährlich ist zum Bauen. Wo habe ich denn mal schön viel Platz? Das ist alles sehr nah an der Oberfläche. Das geht zwar auch, aber das Problem ist immer so ein bisschen, dass wenn man Sachen an der Oberfläche baut, dass dann trotzdem irgendwie Wasser im Raum steht, obwohl es ja eigentlich das Wasser verdrängen sollte und kein Wasser reingehen kann. Das ist noch ein kleiner Bug, den es glaube ich auch immer noch gibt, deswegen möchte ich noch nicht zu nah an der Oberfläche bauen. Obwohl das hier vielleicht ging. Ich könnte mir hier bauen. Ich drehe noch mal eine Runde. Ich habe ja noch keinen Terraformer. Vielleicht auch eine Möglichkeit. Emergency. Ja, ja. 10 seconds of oxygen remaining. Hier haben wir doch eigentlich Platz. Ich muss jetzt Titan noch einsammeln, das Quarz, weil ich das nicht zubaue. Das wäre doch eine Idee. Die Rettungskapsel ist ja da ein bisschen weit weg, dann aber ist halt blöd, aber ansonsten. Ziemlich weit an der Aurora. Es muss gut durchdacht sein. Auch Platz. Ich mache große Basis. Normalerweise habe ich es, glaube ich, immer hier so gemacht. Also er immer sehr ähnlich aussieht eigentlich. Oh, ich habe eine neue Nachricht. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber das ist...
10 seconds of oxygen remaining. Ja. Ich finde es hier halt schöner, wenn man halt so ein bisschen die Sonne durchs Wasser hat und so. Und da hinten ist das nicht ganz so schön sonnig. Aber da hätten wir mehr Platz zum Bauen. Außer ich würde es hier machen. Bisschen kleinere Basis vielleicht. Ich kann es ja auch hier so überstehen lassen, vielleicht. Das wäre vielleicht eine Idee. So an dieser großen Röhre und dann so mehr so in die Richtung und das ist halt dann so ein bisschen raussteht. Das könnten wir mal vielleicht so belegen. Dann würde ich nämlich, passen da so zwei nebeneinander? Also ich will nicht zu sehr das hier kaputt machen. Schon, dass wir das so ein bisschen... Tja, so. Mit Abstand. Ja, was geht denn bei euch wieder? Und da das dran. Schwebt das dann? Normalerweise sollten eigentlich, genau, die Dinger sollten nämlich nach unten gehen, die Stützen. Wunderbar. Ups. Ich glaube, das sieht schön aus hier. Passt das jetzt so hin, dass ich nicht so sehr die Koralle da kaputt mache? Ja. Passt, glaube ich, genau. Ich habe keinen Titan mehr. Ja, das müsste genau passen. Und dann haben wir hier noch nach vorne ein bisschen Platz. Schön. Das heißt, ich werde gerade mal Titan sammeln. Und auch Quarz. Titan und Quarz, Titan und Quarz. Wow, Ruckel, die sonst was. Wo ich es da noch überlegt hatte zu bauen, gab es auch noch Titan. Guck, ob ich jetzt wieder finde. Inventar voll. Fuck. Dann geht's zur Basis. Habe ich den Gleiter dabei? Ja. Licht aus. Die Rettungskapsel sitzt auch nicht so weit weg, ein bisschen. Kann, also früher konnte man sie bewegen, mittlerweile geht das, glaube ich, nicht mehr. Außer ich habe das, finde ich das Gerät auch nochmal wieder, mit dem man das machen kann. Wieso hängt da der Dingens rein? Ich weiß nicht, was. Hängt der Kasten rum. So, Fabrikator Titan. Und ich mache auch gerade schon mal Glas. Weil ich für die großen Schränke Glas brauchen werde. So, und dann hören wir mal gerade die Message ab. Aurora, it's Sunbeam. We've made orbit and scans have found a landing site on the planet that's only rated hazardous. Okay. It's our best shot. We've sent you the coordinates. We'll be there in 2 days time. Cross your fingers, the weather holds. And don't leave us waiting. Sunbeam out. Okay, die Sunbeam landet in 2 Tagen Ingame-Zeit und in 40 Minuten Echtzeit. Das ist ja witzig. Was machen wir? Sind wir dann schon gerettet? Das wäre ja... Ach, da passiert bestimmt noch irgendwas. Da passiert doch bestimmt noch irgendwas. Ich muss mich auch gleich wieder um Essen kümmern. Essen und Trinken. Okay. Das ist, also das mit diesem Sunbeam will arrive in, ne, das, da hinten dann. Das ist Richtung Nordinsel, glaube ich. Ach, das ist ja witzig.
Das ist neu, da bin ich gespannt. So, wo habe ich denn jetzt gebaut? Da ist der Dicke. Ich nehme mal jetzt Wasser. Ah, sieht das nicht schön aus? Guckt euch das doch mal an. Voller Windows-Wallpaper gerade. Springt mal ins Wasser und hat voll den schönen Screenshot irgendwie so. Okay, wo habe ich denn jetzt gebaut? Verdammt. Ich muss dann noch so, und da habe ich gebaut. Bei dieser großen Röhre. Ich muss mir dann noch so eine Boje hinsetzen oder so, dass ich meine Basis wiederfinde. So, ich immer gerade das Zeug. Immer noch voll. Ach so, wegen dem Titan. Also. Natürlich. So. Dann setze ich da noch eins hin. Das sollte für den Anfang reichen. Dann können wir den Mehrzweckraum draufpappen. Das ist die Frage, wo ich den platzieren möchte. Und jetzt, wo ich hier meine Basis baue, werde ich gerettet. Das daran glaube ich ja irgendwie noch gar nicht. Da fehlt mir jetzt Titan. Da lag doch eben irgendwas rum. Und jetzt ist das leer. Geil. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. So, ein Behälter müsste doch leer sein, weil, ich nehme gerade mal deswegen Wasser mit, weil ich da das Titan rausgeholt habe. Da werde ich nämlich gleich mal den Segleiter jetzt reinpacken, weil ich den ja jetzt eh nicht benutzen kann. Desinfektionsmittel. Und Wasser. Beim ganzen Bauen darf man nämlich nicht vernachlässigen, dass man Wasser braucht und Essen. So, dann kommt das da rein oder das da rein. Ach komm, echt jetzt, das passt da nicht. Ne? So, der braucht so viel Platz, der ist so fett. Na gut. Bauen wir jetzt da den Raum. Nee, nicht zu weit überstehend, das ist nicht so schön. Okay, und dann überlege ich, ob ich zwei Zugänge vielleicht baue, damit ich, wenn ich von der Kuppel komme, von der Kapsel komme, reinschwimmen kann, und wenn ich mehr so von hier komme, reinschwimmen kann. Also ich so halt zwei Eingänge hätte. Loke. Aber ich bin ja faul, ich will nicht immer drum rumschwimmen. Und dann mache ich da noch eine Luke. Und die zoffen sich wieder, Gasopod und Kracher. Fisch. So. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Ja, wir haben noch keinen Strom, das heißt, wir haben auch noch keinen Sauerstoff. Und das heißt, wir sollten... Ich will auf jeden Fall einen Fabrikator hier natürlich drin haben, sehr bald. Schränke. Und außen habe ich noch keine Batterie, habe ich kein Solarmodul oder irgendetwas gescannt. Ach, das wäre jetzt doof. Also normalerweise hatte man, glaube ich, von Anfang an ein Solarmodul. Das hat man jetzt nicht mehr, oder?
Doch, da ist es ja. Das bin ich ja blöd. Da ist es doch. Okay, das können wir auch schon bauen. Also, dann wollen wir mal. Ich muss gerade mal raus. Das Solarmodul baue ich, glaube ich, direkt einfach mal jetzt hier hin, auf die Ecken. Mal eins. Zwei reicht nicht mehr, da brauche ich noch Titan für. Was sieht's denn hiermit aus? Natürlich, da ist jetzt Kupfer drin. Wo ich Titan brauche, ist Kupfer drin. Das ist so klar. Einmal durch die Röhre schwimmen. Blei, na gut. Yay, Titan. Oh, das noch. Wie Quarz. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Raus, 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 raus. Ah, da wir jetzt hier Strom haben, kann ich auch da rein. Welcome aboard, Captain. Tada. Wunderschön, wunderschön. Und dann können wir natürlich auch jederzeit hier jetzt dann anbauen. Und ich brauche Glas für einen Schrank und Kabelsatz und Computerchip für den Fabrikator. Ja. So. Glas. Nochmal ein Glas. Und dann Elektrik. Tischkorallenproben, Silbererz, Silbererz. Shit. Silbererz. Ich habe nur noch eins, ne? Sehe ich das richtig? Das Quarz mal mit. Ich habe nur noch ein Silbererz. Wieso habe ich so viel Pflanzen? okay. Computerchip-Kabelsatz. Hey, der Kabelsatz, das ist halt echt blöd. Zwei Silbererz. Also ich brauche drei Silbererz. Drei Silbererz. Drei Silbererz, drei Silbererz, drei Silbererz. Und irgendwas wollte ich gerade noch. Habe ich irgendwo Salz? Kommt. Was tue ich da noch rein? Nee. Also Salz, Silbererz, das hätte ich jetzt gerne. Salz und Silbererz. Was kriegen wir im Grünen, das Silbererz? Die schwimmen jetzt in das Grüne, weil da ist unsere Basis dann hier nah. Da kann ich schnell wieder zurück. Und was war das mit dem Tisch? Das sind die, ne? Die Tischkorallen. Okay. Die darf ich nämlich auch nicht vergessen. So. Das ist der Pirscher, da ist Salz. Oh, da ist noch sehr viel Titan, das ist gut.
Schmuggels wieder, wie immer. Kalkstein, ich brauche jetzt Sandstein. 10 seconds of oxygen remaining. Kalkstein. Kalkstein. Shit. Immer alles nur Kalk. Ich mache Sandstein, Sandstein, Sandstein. Und so viel Quarz, aber ich muss aufpassen, ich mein Inventar nicht gleich wieder voll haue, deswegen. Ach, Kalkstein. Das gibt's so jetzt nicht. Hab ich halt gleich angeknabbert von hinten. Ich hab Angst. Ja. Wow, ist gerade über uns drüber. Über uns drüber geschwommen. Komm, gib mir zwei Silber. Drei Silber, drei Silber. Drei insgesamt, oder? Zwei brauche ich noch und drei insgesamt? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, eins hatte ich ja. Kalkstein. Ach, ein Ei, das will ich noch nicht. So wie Pirsche. Nein. Arsch. Ich hasse dich. Oh Gott, und Gasboden natürlich, natürlich. Ich will doch einfach nur Silber. Könnt ihr euch dann vorstellen, wie schwierig es ist, Diamant zu finden? Wenn man schon so Probleme mit Silber hat. Oder wie gefährlich ist es eigentlich? Nicht schwierig, aber gefährlich. Was nämlich viel, viel tiefer ist als Silber. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Einmal durchs Grüne nach oben. Oh Gott, null. Wir schaffen das. Gerade noch so und es wird Tag. Das ging doch gut. Silbersuche verschiebe ich auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.